Sudah saya perkenalkan, sudah. Muni Pak, apa-apa. Kennt ihr die Geräusche da? Ja. Die laute Geräusche sind ja Schwalben dort, ne? Okay. Aus dem Haus. Das ist ja ein großes Geschäft bei uns hier. Schwalbenzucht, nicht wegen Fleisch von Schwalben, aber wegen Speichel, ne? Speichel, also Nest, ja? Also Nest wird ja von den Speicheln der Schwalben dann gebaut. Okay. Dann, die werden verkauft, ja? Also das kostet ein Kilo circa 2000 Euro. Ui. So 30 Millionen circa, ne? Ein Kilo Schwalbennest. Ja, Schwalbennest. Okay. Das wird auch schon ein großes Geschäft bei uns, ne? Was macht man damit? Das wäre Spezialitäten oder irgendwie mal so Medikament oder was? Es wird nach Japan oder China vielleicht geschickt, ne? Okay. Also auf Bali selbst nutzt ihr das gar nicht. Ihr verkauft das alles Japan und China. Ja. Ja, einfach vorsichtig. Nicht, dass wir dann so runterfallen. Wir machen das einfach nur so langsam, ne? Kein. Nicht so schnell. Oi, da da ulah wi. Frage, ob es Schlangen gibt. Nein, sagt er. Nein. Schlange hat Angst vor Menschen. Hier, hier ist gut, ja. Hier die Früchte, wenn man irgendwie mal ein Problem hat, ja. Die kann man essen, ja? Die junge Früchte von den Jambus heißt das, ja. Ja, genau, das. Ja. Die Jambu, die kann man als Medikamente nehmen. Leider, das gehört den Mann hier. Die können nicht stehlen. Saya ceritakan. Orang bisa makan buah jambu yang tadi itu sebagai obat sakit perut. Ini adalah acara trekking di Tepi Batu. So, Reisterrassen sind auch schon frisch angepflanzt. Ne? Ya, kayaknya yang cewek ini takut sama binatang-binatang. Filmst du alles? Wieder? Filmst du durchgehend? Ja. Echt? Ja, da bis zum Ende. Bis noch die Batterie leer ist. Ja? Ya, ibunya lagi bekerja di sawah di sana.
Ja, die machen die wegen Unkraut, ne? Die muss dann Unkraut entfernen von den Reisfeldern. Da gibt es dann Gras oder manchmal auch Schnecken, ja? Die zerstören Pflanzen. Ja? Da, drinnen. Das ist aber auch Tonband. Diese Geräusche ist ja keine echte Geräusche von den Schwalben. Echt? Aber Tonband, ne? Echt? Ja. Aber warum? Damit andere Schwalben auch reinkommen. Aber damit die dann wissen, dass die da leben oder wohnen oder Nest haben, ne? Ach so, das ist nicht echt. Nein, ja, ist auch Tonband, ne? Das klingt so, als wenn da 100 Schwalben sind. Ja. Sind vielleicht nur einige da. Ja, agak heran. Saya bilang itu suara dari alat ya, bukan suara asli dari burung apa namanya nih? Lupa saya. Walet, sorry. Walet. Dia selalu takut binatang istrinya, jadi kalau ada dia lihat kambing atau lihat bebek, dia ketakutan atau lihat ayam. Wir können irgendwo mal hier sitzen, kein Problem. Bei dir möchte doch andere Schuhe anziehen. Ah ja, ist in Ordnung. Ja, dann schauen wir mal. Tempat berhenti sebentar, mau ganti sepatu, mungkin di situ. Ini boleh? Ya, dia mau berhenti ganti sepatu atau pasang kaos kaki dulu. Mungkin kakinya sakit. Lihat sepatunya. Hier, können wir auch schon da uns draufsetzen. Ist zu hoch vielleicht für dich? Das ist Jackfrucht hier. Jackfrucht. Buah Nangka. Ini mau ganti sepatunya dulu karena kakinya sakit, mau pasang kaos kaki. Ya? Ya, da brauchst du so Socken. Ja, ich habe die Socken ausgelassen, weil ich dachte, wenn wir durch Wasser laufen, ist etwas angenehmer barfuß. Ja, erstmal laufen wir durch die Reisfelder. Dann später, wenn wir dann zum Wasserfall hingehen, dann erst dann die Wasserschuhe, sage ich mal, ne? Ja. Wasserbüffel? Ja, Tür, ja. Oh ja. Sekarang langsung ke sana.
Oh ja, ja, ja. Okay. Papaya, hast du Papaya gesehen? Ja, die Papaya-Früchte. Ja. Na was? Seru nanti makan di hutan. Oh ya. Temani sama monkey-monkey. Ya ya ya. Di hutan. Oh ya. Enggak sih, jam 11 lebih lah. Karena kalau ke utara itu kejaran itu dulu kan. Kalau pulang nanti harus sampai. Enggak, kita harus sampai.